der Presse gehen wir hier vor Ort vor und sagen, kein Platz für Rex hier auf dem Platz. Gemeinsam für Freiheit gegen Rassismus. Schön, dass ihr da seid. Thank you.
angleichen. Wir sind friedlich, was seid ihr? Wir sind friedlich, was seid ihr? Vorne links, oder?
scheiß Rückert, Mann! Von meinen Kindern später mal dastehen soll, wenn ich nicht den Grundgesetz verteidigt habe. Ist heute vorbei, ja? Ist vorbei? Na, würde ich mir jetzt mitgenommen, wenn mein Grundgesetz hochhält? Ist vorbei, ich war verpasst. Wenn deine Gesetzeslage gehalten wird, dann bin ich einfach mal ein Loser vor meinen Kindern, weil ich nicht festgenommen wurde, weil Grundgesetz in der Hand halte. Genau, lass den Typen einfach labern, das ist ein echter Labertyp. Ich bin Leutnant der Reserve, meine Herren, nur dass du Bescheid wirst, nicht auf ein Labertyp. Vielen Dank für die freundlichen Worte. Ich weiß nicht, ob Labertyp eine Beleidigung ist, Herr Gruppenführer. Wollen Sie sich noch weiter mit mir darüber unterhalten? Ich habe Sie freundlich und mit Sie angesprochen, über meine persönliche Situation geredet. Ich weiß nicht, warum Sie damit ein Problem haben. Was haben Sie Probleme mit diesem Grundgesetz? Und das hat langsam das Gefühl, dass die Polizei ein Problem mit diesem Grundgesetz hat. Und Sie wissen, dass Sie persönlich verantworten müssen, wenn Sie dagegen verstoßen. Können Sie sicher sein? Okay. Wahrscheinlich haben Sie keine Kinder, dann müssen Sie denen nichts erzählen. Und ruhig schlafen die in den Abend. Mein Großvater wurde abgeholt. Hat sich auch keiner gewehrt. Die Polizei hat geholfen. Deswegen haben wir dieses Grundgesetz. Und Sie haben Remonstrationsrecht und Pflicht. Ansonsten sind Sie persönlich verantwortlich für das, was Sie tun. Wenn es so gut ausfällt, dann müssen Sie auch durch das Grundgesetz eingeschränkt werden. Dann auch das Grundgesetz das machen. Ja, jetzt ist die Zielgebote. Das heißt Grundgesetz. Und deswegen ist es gültig für alle. Und bitte keine Politpropaganda. Die Sache hat dann in der DDR genug gehabt. Wenn Sie Ihre Rotlichtbestrahlung hinter sich haben vor der Einsatzbesprechung und meinen, das ist so, dann wenden Sie sich an richtige Juristen. Dann wenden Sie sich an Juristen. Wenn Sie jetzt beleidigen. Nein, ich habe gesagt, Sie wenden sich an Juristen. Das ist eine Beleidigung, sich an Juristen zu wenden. Ist Rotlichtbestrahlung eine Beleidigung? Oder warum ist das mein, ne? Oder wie was aufnimmt? Also bei mir hilft Rotlicht sehr gut gegen Migräne. Oh, die ist cool! Jetzt nur stark. 34, 32, stopp! Schönen Feierabend, die Herren. Und immer an die Grundrechte denken. Thank you.
entfernen Sie sich in Richtung Gruner Straße oder in Richtung des Roten Rathauses. Hierbei halten Sie bitte einen Abstand von 1,5 Metern zueinander ein. Vielen Dank. Begeben Sie sich möglichst nach Hause und achten Sie hierbei auf den Mindestabstand von 1,50 Meter. Wiederhole, die Polizei wird jetzt verstärkt die Einhaltung der Eindämmungsmaßnahmenverordnung kontrollieren und Verstöße gegebenenfalls fahnden. Begeben Sie sich möglichst nach Hause und achten Sie hierbei auf den Mindestabstand von 1,50 Meter. Vielen Dank für Ihr Verständnis.